Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von WoW von Yoshi, zweiter Teil mit dem Jäger, dem Orochimaru und seinem Wolf Biowolf. So, in der letzten Zeit habe ich wieder ein paar neue Sachen bekommen, wie Hände und Beine. Und da habe ich dann direkt mal das Tempo und Trefferwertung runtergenommen, da ich ja nicht so viel brauche, keine 9 oder 10%. Deswegen habe ich dann da ein bisschen Tempo dazu getan. Und bei der Hose habe ich auch Trefferwertung runtergenommen und habe da ein bisschen mehr Waffenwerte, so dass ich jetzt Waffenwertung auf 7,6 habe. Den weniger als beim letzten Mal. Und Trefferwertung 8%. Damit kann man noch was machen. Aber da muss ich ein neues Teil bekommen, um dann da was runterzuschmieden. Oder da ist keine Trefferwertung drauf, dass ich genug treffe und dann mit meiner Waffe auch genug Schaden mache. Ne? Sonst sind das nichts. So. Zu Nalak. Ja, lass uns direkt mal porten, weil wir sind faul und gay. Wenn wir jetzt einen Hexenmeister, ne, wenn wir jetzt einen Magier, dann können wir uns ja porten lassen. Ne? So, mal gucken, was uns der Roboter wieder verlassen hat. Das wäre wieder Schrott. Okay. So, mittlerweile sammeln wir hier die Rüstung für den Jäger. Ach, nicht für den Jäger, aber ich denke mal, für den Mönch. Dass wir den dann bald spielen können. Da haben wir uns ein paar Mal umentschieden. Aber, also mit dem Namen, aber das klappt schon. So, gehen wir jetzt nochmal zu deiner Insel. Warte mal. Sind ja auch andere Leute da und das, wenn man da nichts weiß, dass man dann fragen kann. Ja, so kann das sein. So, was machen wir denn jetzt? Können wir mal schnell gucken auf der Karte, vielleicht sind wir da was. Ich bin ja dann blöd, weil wir nicht anerkennen, so viele Punkte. Ach, okay. Nein, aha.
ein guter Hinweis. Willkommen. Ja, wir müssen halt ein bisschen reiten. Können wir die letzten beiden mal auch. Also. Oder wie schon im anderen Video gesagt, der schnellste Weg ist hinter dem Bücherregal. Das ist aus der Inni-HDZ4. Falls das noch keiner weiß oder sich nicht mehr daran erinnern kann. Übrigens, der Mönch heißt Naruto. Passt ja irgendwie. Okay, Naruto sieht nicht so fett aus, aber er ist ein Mönch. Oder ein Kämpfer. Ne? Und dann den Fuß und. Ich gleich mal. Ich ein bisschen antesten. Weil die Sachen müssen wir ja sowieso sammeln. Der Level 10 ist, man kann ja nicht ihm die Sachen schicken, da er sich ja noch nicht entschieden hat für eine Fraktion. Wenn man dann erst, wenn man die Insel verlassen will, dann erst sagen kann. Also, kommt bitte hier nach diesem Video. Der Mensch. Ab und zu spielen wir auch nochmal den Jäger. Weil den müssen wir jetzt hier hochspielen. Weil wir haben ja noch immer keine Antwort von Blizzard bekommen. Was jetzt mit unserem Magier ist, mit unserem Main. Also. Muss ich da mal warten. Ne? Oh, das. Ich filmt sich ja mal der Hexer so einen Bordstein aufzustellen. So noch 3 Tage kann er schon mal alle ran Bord, die noch nicht da sind. Oder die einen Flugbunker haben, so wie ich. Naja, bis er das gemacht hat, stehe ich schon da, aber er könnte es ja mal machen. So, wenn er nett ist. Was ich hoffe. So. Oh, vielleicht besser. Dann hätten wir mich vielleicht auch noch besser. Ne? Ja, die greifen direkt an. Wir sind ein bisschen verseucht, die Dinger hier. Und wenn wir kurz stehen, stellen uns tot. Und schon haben wir keine Abkommen mehr. Ne? Was ein Vorteil ist. Würde ich mal rauben. Wird ja nicht wahr sein, aber. So. Ja, wieder bereit hier. Gut. Also ich finde, das Reittier passt hier sehr gut zu einem Jäger. Und auch der Rüstung, die der Jäger an hat. Ne? Hat auch so ein bisschen Rüstung. Meistens sieht man ja, zumindest im WoW, dass die Jäger immer so einen großen Tiger bei sich haben. Ich habe zwar auch so einen, aber keine weißen. Ist auch hier so ein indischen oder japanischen, ne, doch, japanischen, aber so ein kleiner Wissensbiss nebenbei, die indischen, doch, also ihr könnt mich ja berichtigen, aber ich meine jetzt zu wissen, dass die indischen Tiger die größten sind von allen. Und dass Tiger die größten Katzen sind auf dieser Erde. Bis auf jetzt die neuen Züchtungen zwischen Tiger und Löwe. Ein Tiger. Aber die leben nicht so lange. Wegen der Züchtung. Nein. Aber
Weiter geht's hier mit Biri. So, die Richtung. So viel weiß ich noch. Mal gucken, kann dann Mond kommen, ja, würde ich sagen, aber das ist unter 1%. Und dann, wenn das mal droppt, dann ärgert man sich, wenn dann ein anderer Biss bekommt. Das dann übrigens so aus wie, der. Wer ist es jetzt hier? Wieder. Wie der Boss selbst. Das ist meistens so. Neuerdings. Naja, früher war das auch schon so, aber. Ja, mal gucken. Wo ist denn das nochmal das Wetter? Holen wir uns hier drüber den Flugpunkt. War nicht verkehrt, wenn wir das nächste Mal hier gehen müssen. So. Okay. Mal das auch. So, was jetzt hier nochmal. Ja, die Spieler hier in WoW muss man öfters mal da daran erinnern, dass sie einen porten sollen, zu sich herrufen sollen. Aber naja, das ist halt. So, was haben wir denn hier? Ich hoffe, die läuft jetzt auch zu Twitter. Das wäre sehr hilfreich für mich, für uns. So, das ist nicht. Sieht man. Das könnte nur hier sein. Okay, jetzt muss hier auch noch ein Portal sein. Vielleicht kommt das noch. Oh, oder so. Gibt es natürlich auch. So, jetzt gehen wir hier auf die Insel, wo der Raid ist vom Donnerkönig. Wo man auch einige Quests machen kann. Daily Quests. Und sich dann für die Marken, die man dann da bekommt, Sachen kaufen kann. Wie zum Beispiel hier diese Halskette für den Jäger oder für den Verstärker, Schamanen. So. Ja. Dann hoffen wir mal, dass mal da was droppt für uns. Und dass jetzt noch mehr Leute kommen, weil sonst können wir das vergessen, ja? Und dann entweder eine andere Gruppe oder die Allies. Und das wäre nicht so erfreulich. Ja? Wir haben jetzt schon eine Gruppe aufgemacht und dann wollen wir nicht, dass dann hier die Allies kommen und uns den Boss hier wegschnappen. Also, das da oben ist übrigens der Boss, den wir Nana nennen. Hier in der deutschen Sprache oder in der deutschen Version von WoW. Und nachher dann beim Kampf erzähle ich euch dann, was da noch so zu beachten ist, falls ihr den noch nicht kennt. Und wenn, wisst ihr dann vielleicht mehr beim nächsten Mal. Klicken wir mal hier. Wenn er nicht anmacht, okay, wir machen schon. Gut. Tore und ein Troll bestimmt. Muss ich mal an. Ja. Genau. Ein Trolldroide. Ein Wächter. Ein Wächter ist ein Tank. Dann gibt es noch Wildheit, das sind die Katzen. Dann gibt es noch die Moonkin, das sind die Eulen. Und noch die Heiler, Bäumchen. Ja. Hier beim Hexenmeister gibt es einmal Dämonologie, dann gibt
Gebrechen und Zerstörung. Und da gucken wir mal, was so aktuell ist bei ihm. Oder, ja, also noch immer Zerstörung. Okay. Was haben wir denn noch für ein Angebot hier? Wir haben noch einen Frostmagier, den wir erkennen an dem Wasserelementar neben ihm. Ja, und das kleine Schwabbelchen hier, was hier so rumfliegt, das ist der Begleiter des Hexenmeisters, den man jetzt üblicherweise immer nimmt, da der die Gegner unterbrechen kann, selbstständig diesmal, und gut Schaden macht. Und hier mal noch ein Hexenmeister, auch mit dem Schwabbelchen hier. Dann essen wir mal, dann sind wir, haben wir hier so einen Food-Buff. Und was ich euch noch sagen kann, wenn man ein Tandare ist, falls ihr das noch nicht wisst oder noch nicht von gehört habt, dann hat man noch einen Bonus und hat dann zum Beispiel jetzt keine 250, so wie als Troll wie ich, dann hat man dann halt 500. Früher gab es direkt am Anfang auch ein Barfood mit 300, wenn man sich darauf spezialisiert hat beim Kochen. Das haben sie abgeschafft, sonst wäre das ein bisschen unfair gegenüber den anderen, weil man dann als Pandare 600 Werte auf dem Barfood hätte. Eigentlich finde ich das nicht, weil das ist ja ein Vorteil wie der Jäger, das mit den Schusswaffen. Und dann gibt es ja noch so andere Volksfähigkeiten wie beim arkanen Magier, wie beim Blutelf, dies mit diesem arkanischen Strom, Arkansprung, Entschuldigung, aber ihr wisst was ich meine. Und damit kann man ja auch die Leute unterbrechen und man kann denen dann das Mana klauen, was für jede Klasse ist, gut ist, wie für den Paladin oder Jäger oder Schurken oder auch als Mensch, ne? Damit kann man dann seine Ressourcen, seine, kann man nicht gucken? Naja, also oder hier wer ist denn jetzt? Beim Todesritter die Runenmagie, bei den Mana-Klassen das Mana, beim Jäger die Energie und beim Krieger die Wut und ich glaube beim Schurken ist das auch, ne, das ist doch ist auch glaube ich Energie, ne? Und beim Mensch ist das Schien. Ja, ich hoffe, es wird jetzt mal langsam voll, oder? Ich fange jetzt mal an und kämpfen mit so wenigen Ideen. Aber ihre Meinung, ne? Würde ich mal sagen. So. Machen Sie das jetzt, oder? Ja, dann los. Go. Schaffen wir das so? So. Wenn ihr denkt und angreift, dann schaffen wir das so. Oder? Dann los, ab. So, das ist hier der Nalak. Wenn wir den gelegt haben, hier in der Gruppe, dann endet die Folge. Okay, das sollte man nicht sagen, aber ihr wisst ja, dann kriegt ihr eine Folge von unserem Mönch, oder meinem Mönch, von Naruto. Ein Pandaren-Mensch. So, mal gucken, ob die sich jetzt entscheiden, hier anzugreifen. Die zweite Idee ist ja unwichtig. Jeder Heal, der wäre jetzt wichtig, wenn er mitmachen würde. Na, mal gucken. Ne? Was da so geht. Normalerweise braucht man, oder braucht man früher, ich denke mal, das ist immer noch so, 25 Leute, um den zu töten. Okay, bei einem braucht man 40, aber der knallt auch gut rein. Wenn man dann falsch steht, dann ist man direkt tot.
Und dann sollten das schon ein paar mehr Leute sein. Dann sind wir, wenn welche sterben, direkt wieder ranlaufen. Und wenn dann wieder welche sterben, dass es sich immer wieder wiederholt. Und okay, wir haben angefangen. Dann machen wir auch noch. Also, das ist halt ein Drache, der mit Blitzen arbeitet. Also kein Elektriker, aber so ähnlich halt. So, und ja, wir haben die Blitzwolke. Wir dürfen jetzt nicht mitten in der Gruppe stehen, da wir dann, weil da wir hier so einen Flächenschaden machen und damit die anderen dann gefährden. Und der macht dann hier auch noch so Blitze oder so Ströme auf ein. Da sollte man dann auch nicht in der Gruppe gehen und vielleicht nicht verrecken, weil die Heiler am Rennen sind. Naja. Mal gucken, ob man das noch schafft. Guck mal. Naja, das ist noch einiges, was wir da machen müssten. Naja. Hoffentlich schaffen wir das noch in den 9 Minuten hier. Aber ja, das werden wir mal sehen dann. Ne? Gut, die Heiler sind alle vollzählig. Ich glaube, wir können doch reinrennen, ne? Also, okay. Naja, finde ich sehr schlimm. Solange wir das noch wissen, ne? War nicht sofort geht. Laufen wir mal schnell. Dann haben wir vielleicht noch eine größere Chance, ihn zu besiegen. Und greifen dann vielleicht noch Blut ab. Denke ich mal. Hoffe ich mal. So. Gucken wir uns endlich hier an der Seite wieder beleben können. Außer wir kriegen wieder einen Blitz ab. Und direkt unseren Gleiter hier rufen. Jetzt hier unseren T-Shop. So, jetzt aber volle Werbung hier. Alles auf eine Karte. Doch, wir müssen es schaffen. Weil sich doch gelohnt hat, nochmal aufzustehen. So wie im echten Leben, ne? Okay, gelobt sei die Sonne. Mal gucken, was wir da in der Kiste haben. Aber meistens heißt die Kiste nur Gold. Oh, was haben wir denn da? Selten geworden, einzigartig. Aus dem Schrei schlüpft was. Wenn das hier sehr nah lag wäre, würde ich mich freuen. So, und da ist hier der Boss hier liegt. Teleportieren wir uns wieder zur Hauptstadt zurück. Und dann ist die Session oder Aufnahme hier am Ende. Ne? Und jetzt haben wir hier wieder Musik angemacht. Nicht durften, aber wir haben ganz kurz. So, was machen wir hier?